Hallo im Küchengarten. Heute ist der Tag, an dem ich mein neu gebautes Hochbeet befülle. Falls ihr noch nicht gesehen habt, wie ich es gebaut habe, verlinke ich es euch hier oben. Und ich muss euch sagen, das ging echt schnell und einfach und ich habe größtenteils Restholz verwendet, was ich noch hier bei mir zu Hause hatte. Also unbedingt reinschauen. Ich mache ja wirklich alles im Garten mit großer Passion und Freude, nur wenn es ans Schaufeln geht, dann habe ich es doch lieber, wenn ich einen meiner drei Männer, ich habe ja starke Männer zu Hause, dazu bewegen kann, das für mich zu machen. Ich gehe jetzt mal schauen, es ist nämlich Wochenende, und ich gehe mal schauen, ob ich irgendjemanden finde, der mir dabei hilft. Kommt mit. Was? Niklas, kannst du mir Pferdemist schaufeln? Was? Nein. Noel, kannst du mir Pferdemist schaufeln? Nein. Okay, das war ja wohl nichts. Die Jungmannschaft hat Besseres zu tun, als der armen alten Mutter den Pferdemist zu schaufeln. Aber es ist Wochenende und da ist es ja auch okay, wenn sie mal Spaß haben und ein bisschen ihrer Game-Leidenschaft frönen, weil sonst helfen sie mir ja wirklich immer sehr brav. Jetzt bleibt mir noch eine Chance. Ich habe ja noch jemanden und ich hoffe, dieser jemand wird mir helfen. Schatz, hilfst du mir vielleicht Pferdemist schaufeln? Okay. Danke. Überhaupt nicht gestellt. Da ich jetzt glücklicherweise jemanden gefunden habe, der sich meiner und des Pferdemistes erbarmt, kann ich euch ja kurz mal was darüber erzählen, wie ich plane, das Hochbeet zu befüllen. Da gibt es ja verschiedene Ansätze. Das, was die Pflanzen zum Leben brauchen, sind die obersten 40 cm einer Bodenschicht. Jetzt meinen sogar viele, damit das Hochbeet nicht immer so stark absackt, das ist nämlich ein großes Manko am Gärtnern mit Hochbeeten, dass man bis auf die letzten 40 cm mit Kies und Schutt auffüllt, damit es eine Drainage gibt und erst oben Kompost und gute Erde. Da bin ich jetzt nicht so der Fan davon, weil was mache ich, wenn ich das Hochbeet mal nicht mehr will oder irgendjemand anderer und das dann öffnet und dann hat er eine ganze Ladung Schutt und Kies, die er irgendwo versorgen muss. Deswegen mache ich es doch so, dass ich natürliche Materialien verwende. Das habe ich mir schon größtenteils alles besorgt. Und zwar hat mein Schwiegervater seinen Apfelbaum gefällt und da gab es eine ganze Menge Häckselgut, das ich mir holen durfte. Das habe ich jetzt hier in so einem Sack und das bildet die erste Schicht meines Hochbeetes, denn das ist, dauert am längsten zum Verrotten und gibt von unten eine gute Belüftung. Als nächste Schicht kommt der Mist aus meinem Entenhäuschen rein. Das könnte man nämlich mal wieder ausmisten. Und das besteht größtenteils aus Sägespäne und dazwischen halt die Entenkacke. Ja, und weil die unterste Schicht ja aus so geschnetzeltem Holz besteht, ist es ganz gut, wenn die feine Sägespäne draufkommt. Die verschließt noch ein bisschen die Löcher. Dieses Entenhäuschen habe ich selbst gebaut. Da habe ich mir überlegt, eine Schublade hineinzugeben, damit man es immer leicht ausmisten kann. Für mich selbst ist das allerdings meistens zu schwer und zu unförmig. Deswegen mache ich es doch immer mit der Schaufel oder mit der Mistgabel. Aber mein Mann, der hebt die ganze Schublade einfach so raus. Ah ja, und warum verwende ich Sägespäne als Boden für mein Entenhaus? Erstens saugt das viel besser und somit gibt es auch im Sommer viel weniger Geruch. Da habe ich wirklich die besten Erfahrungen damit gemacht. Im Winter bessere ich das Ganze dann mit etwas Heu auf.
Als nächstes kommt bei uns eine gute Fuhre Pferdemist in das Hochbeet. Da haben wir leicht Zugang dazu. Der Onkel meines Mannes hält selbst ein paar Pferde und der ist natürlich froh, wenn wir ihm da etwas von dem Mist abnehmen. Wenn ihr in der Nähe einen Pferdestall habt oder eine Reitschule, fragt doch dort mal nach. Die sind meistens froh, wenn man sich was abholt. Wie ihr seht, man kann da wirklich einiges an organischem Material für die Füllung des Hochbeets verwenden. Dieser wird nach und nach verrotten, bringt somit viel Nahrung für die Bodenlebewesen und bildet sich dann in guten Humus um. So frisch sollte er natürlich nicht unbedingt in Berührung mit den jungen Wurzeln kommen, deswegen kommt er auch als mittlere Schicht in das Hochbeet. Und nachdem der ganze Pferdemist drinnen war, habe ich mit vollem Körpereinsatz alles gut zusammengestampft, in der Hoffnung, dass uns das Hochbeet dann nicht so schnell absackt. So, jetzt holen wir mal diese Aufsatzhaube, diesen Frühbeetkasten, den ich auch irgendwann mal selbst gebaut habe und schon seit längerer Zeit nicht mehr brauchen kann. Und jetzt schauen wir mal, ob ich richtig gemessen habe, weil das Hochbeet soll ja genau dazu passen. Das schaut einmal gar nicht so schlecht aus. Diesmal habe ich nämlich auf Pi mal Daumen Methode verzichtet und habe wirklich gemessen, Schatz. Als nächste Schicht kam dann unser eigener Kompost drauf, den wir ja vorher hier weggeschaufelt haben. Jetzt ist es schon wirklich gut gefüllt, aber das Ganze wird noch mal kräftig zusammensacken. Ich werde es jetzt noch gut angießen, aber zumindest ist jetzt hier der Platz auch wieder frei. Kann ich nachher meinen Tisch wieder daherstellen. Und hier liegen schon ein paar Säcke Erde, die wir heute im Baumarkt geholt haben. Die kommt nachher als oberste Schicht. Also es gibt wirklich nichts Besseres als Wasserversorgung im eigenen Garten. Einfach überall ein paar Fässer aufstellen und es ist wirklich das Beste für die Pflanzen. Psst, wir müssen jetzt leise sein. Es ist nämlich Sonntag. Und trotzdem will ich unbedingt mein Hochbeet fertig befüllen. Und da sind die Leute in so einem Wohngebiet sehr pingelig. Da muss man am Sonntag leise sein. Psst, Entis, psst. Okay, es fehlt ja nur mehr die letzte Schicht. Und zwar die gekaufte Hochbeet- und Gemüseerde. Und mir juckt es wirklich schon in den Fingern, dieses Schmuckstück zu bepflanzen. Also, packen wir's. Jetzt ist das Stück fertig befüllt. Mein Tischchen, Ablage, Pflanztischchen steht auch schon wieder davor. Der Platz ist mit dem Schlauch abgespritzt. Und ich habe, um euch zu zeigen, auch diese selbstgebaute Frühbeethaube drauf, nach dessen Maß
ich das Hochbeet gebaut habe, weil ich die wiederverwenden wollte. Das ist super. Die lasse ich jetzt allerdings nicht drauf, weil jetzt wäre sie nur im Weg. Die nehme ich jetzt wieder runter und gebe sie dann im Herbst wieder drauf, wenn ich die Winterbepflanzung mache. Und was verwende ich dazu? Da habe ich so einen Truhenverschluss, damit es variabel bleibt. Das kann man dann hier so einhängen, zuklappen und dann ist es festgemacht, falls Wind, Schnee und was weiß ich kommt, damit es mir die ganze Frühbeethaube nicht wegweht. Das mache ich. Vorne mache ich wahrscheinlich zwei und an den Seiten je eine. Und dann kann ich es immer wieder einhängen und aushängen. Und jetzt kommt das Allerschönste an so einem neuen Hochbeet, und zwar das Bepflanzen. Wie ich euch erzählt habe, habe ich ja noch einige Tomaten übrig. Und die möchte ich jetzt da reingeben. Und davor möchte ich sehr viel Salat pflanzen. Denn nicht nur wir essen gerne Salat, sondern auch die Entis. So, da habe ich noch eine Stelle auf unserer Terrasse, wo ich noch die ganzen übrig gebliebenen Jungpflanzen habe. Was nehmen wir denn da jetzt? Das sieht man es. Einmal Tomate, Berner Rose, die nehmen wir mit. Das mal in so ein Körbchen. Dann eine Tomate German Gold. Die kommt auch mit. Noch eine Tomate, noch eine Berner Rose, sehr schön. Hier haben wir nochmal German Gold und hier nochmal German Gold. Jetzt wird mir das Körbchen zu klein. Ja, muss ich halt zweimal laufen, geht schon. Und jetzt werde ich die einpflanzen. Noch einmal Dünger werde ich nicht geben, weil dieses Hochbeet ist durch den Pferdemist, den Kompost und die frische Hochbeeterde absolut hochwertig und nährstoffreich. Das Einzige, was ich machen werde, ist im Laufe der Saison mit Brennnesseljauche oder meiner Mischmaschjauche, das Video verlinke ich euch hier oben, zu gießen. Das gibt dann nochmal einen kleinen Boost und dann werde ich ja sehen, wie die Pflanze aussieht, ob die Blätter gelb werden etc. Und dann kann ich immer noch nachdüngen. Hier oberhalb dieses Beetes haben wir Weintrauben gezogen auf einem selbstgebauten Spalier. Und das ist jetzt super, weil dort kann ich dann Fäden festbinden, Schnüre und die Tomaten daran hochbinden. Das war's von mir und meinem neuen Hochbeet, über das ich mich riesig freue und in das ich jetzt noch ganz viele verschiedene Pflanzen einsetzen werde. Alles, was ich noch so rumstehen habe, kommt jetzt da hinein, aber vor allem noch Salat. Gemulcht wird das Ganze auch noch, aber erst, wenn ich es komplett befüllt habe. Und meinen Rasen habe ich gerade erst letzte Woche gemäht, aber nächste Woche fällt das wieder an. Ich danke euch sehr fürs Dabeisein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen rauf da oder ein Abo für meinen Kanal. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag und hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen im Küchengarten. Bis dann!